Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Untergrund gebaut und ihr seht schon, ich bin fleißig am Arbeiten. Bis oben hin ist aktuell die Smeltery voll, weil ich die mit Eisen befüllt habe, dass ich jetzt die ganze Zeit umwandle, denn ich baue viele kleine Compact Chests. Ich finde, die sind zwar teuer, aber sie lohnen sich auf jeden Fall aktuell für den Stand, den wir haben, um viel einfach an Platz zu schaffen, denke ich, ist das aktuell eine der besten Wahlen, die ich habe. Und deswegen stehe ich gerade hier, die Smeltery läuft wie irre. Jetzt setzt natürlich Regen ein, aber die Smeltery wird trotzdem nicht stehen bleiben und weiter einfach Chests bauen, denn wir werden jetzt nach hier unten gehen, in unseren Keller, und ihr seht schon, hier ist einiges passiert. Ich will jetzt da den Controller platzieren. Dafür muss ich den erstmal holen, ne? Dafür müsste ich den erstmal holen. Wir müssen aber gleichzeitig einfach darauf achten, dass auch hier drüben die Produktion am Laufen bleibt. Das muss ich in Zukunft dann automatisieren. Dann wird das Ganze aber auch noch natürlich weiter unten in den Keller gebaut. Der Controller und alles. So, wir brauchen jetzt ein Storage Request Table, Storage Network. Irgendwas habe ich sicher noch reingeschmissen. Genau, Storage Used Link. Den Rest habe ich, glaube ich, behalten. So, dann gehen wir jetzt mal in den Keller runter. Und ich würde einfach sagen, dass wir den Storage Network Master simpel einfach hier platzieren. Ah, das ist natürlich blöd jetzt mit der Kabellage. Ah, das sollte gleich hoffentlich keine Problematik darstellen. Ich sollte hier die Lampe weichen. Und wir gehen dementsprechend erstmal nach hier drüben. So. Da kann ich einmal außen rumfahren. So, dann fangen wir auch direkt mal an mit der Platzierung von Speicherplätzen. Denn zum Beispiel hierhin kommt unsere erste Vierer-Chest an Storage, die das System kriegt. Das war knapp. Die rein theoretisch jetzt aufnehmen, wenn ich mich nicht irre, und zack platzieren, dann passt die wieder. Dann machen wir hier einen Storage Link dran und der platziert sich nur an einer Seite, oder wie? In and Outputs. Okay, das ist gut zu wissen, dass der zum Beispiel sich nur mit einem jeweils verbindet. Das ist nicht. Raus aus dem Inventar. Warte, ich nehme die Kiste von hinten. Und ja, ich platziere die hier drin. Ich will hier außen vielleicht nachher noch einen Sicherheitsparameter einfach bauen. So. Geht hier ein Kabel. Ah, jetzt hat es den Nebenplatziert, ne? Hier so runter. Jetzt haben wir hier direkt ein Netzwerk angeschlossen, Storage Cable 38, Storage Link Cable 4, Potential Empty Slots 1100. So. Was natürlich auch gleich passiert, dass die Inventare, die wir schon haben, nach unten gebracht werden. Platziere dich hier zum Beispiel auch schon, zack. Ich wieder nach oben, hole die andere Kiste, die wir schon haben, hier hinten. Da ist ja auch schon was drin. Ne, die ist leer, bedeutet, wir können die rein theoretisch abbauen. Nice. Auf dem Weg holen wir gleich mal noch die zwei Sachen ab. Da können wir dann unten Outputs ranbauen, rein theoretisch. So. Wenn ich dich hier platziere, wirst du nicht angeschlossen. Das ist uncool.
kommst du halt hier hin. So, und wenn ich jetzt hier wieder draufklicke, sagt er 1600 connected Dinger bereits. Das ist natürlich schon brutal. Brutalos. Du kommst auch hier mal weg. Und ich würde gern hier den Kabelanschluss haben für das Netzwerk. Und schon können wir hier raus und dann haben wir hier eine riesige Liste an allem, was wir haben. Das ist natürlich geil. Das ist echt cool. Wenn ich jetzt sage, ich will ein Fence machen, rein theoretisch, Fence. Ich sage, ich will so ein Oak-Fence zum Beispiel machen. Dann bringt er mir alles da rein, was ich brauche. Cool, aber ich kann rein theoretisch auch alles hier reinräumen. Wir probieren das jetzt ein bisschen. Wenn ich hier sage, ich brauche einen Stick, will Sticks machen. Ich muss es jetzt hier gerade ein bisschen probieren. Und er füllt nach. Das ist natürlich geil. Und jetzt will ich ein Fence machen. Dann gucke ich jetzt nochmal nach Fence. Also es funktioniert relativ ähnlich wie das Original. Geil. Und den ersten Fenster wieder rein. Das tun wir auch zurück. Dann können wir den Stone auch da. Dann können wir schon mal viel hier reinstellen, was wir gerade nicht brauchen zum Bauen. Das macht das Leben um einiges einfacher. Ich suche jetzt hier mal nach Iron. Ah, schnell, da habe ich ein Iron drin. Das ist echt cool. So. Ah, ich darf vielleicht die erstmal umwandeln, ne? 55 erst. Uff. Aber wir haben ein Stack davon dabei. Das passt schon. Also unser Inventory wird sehr, sehr voll. Jetzt wollte ich das natürlich... Nein, hä? Ich will wissen, was für... Das sind... das sind... Schön, dass er sagt, dass das Wooden Planks sind. Das sind keine Wooden Planks, Jungs. Kann ich die da rausnehmen einfach? Und dann weiß ich... Wooden Crate. Dann suche ich jetzt einfach mal nach einer Crate. Und das ist eine Metal Crate. Kann mit sowas geupdatet werden. Und dafür braucht... Casting. Molten Gold. Ihr wollt mir jetzt ernsthaft sagen, ich muss da irgendwie das craften. Foraging Hammer, wie baue ich den denn? Chisel Stone, Pure Wood. Ach mal, kann ich den machen? Cool. Kann ich den jetzt hinstellen? Ich da jetzt... Ich will es jetzt einfach wissen. Nice. Okay. Das funktioniert. Wir können die upgraden. Dann tun wir die unten schon geupgradet dahin. Ich will aber trotzdem noch eine Kiste mindestens bauen. Ich finde, dann habe ich nicht genug Platz auf jeden Fall für die nächste Zeit. Du kriegst die da schon mal rein. Wir tun die Crate noch nach unten platzieren. Ich finde es immer noch unfair, dass das sich nicht... Warum verbindet sich das jetzt nicht zum Beispiel? Das verstehe ich nicht. Jetzt muss ich das irgendwie so machen. Schaut doch auch scheiße aus im Ende, aber... Hey, es funktioniert. 1892 Slots, Connect Level 47. Ah, geil. So kommst du natürlich an viel mehr Sachen ran. Das Inventar wird langsam nachfüllen. Nachfüllen. Wir holen uns einige Plates. Das ist jetzt zwar nicht der schnellste, aber er macht es immerhin. Und ich weiß nicht, wie viel Gold ich rein theoretisch hier habe, um das zu machen. Aber das ist ja dann nicht unbedingt schneller. Klar, ich könnte es jetzt automatisieren, drunter wieder was platzieren. Und hinter. Wir können es aber uns beim Crate selber brauchen Kisten. Kisten sollte ich ja hoffentlich haben, oder? Wenn ich hier im Such nach...
Nein, Chests habe ich nicht, aber ich kann hier welche craften, weil theoretisch. Nein, ein Boot wollte ich. Oh, jetzt habe ich Boote gebaut. Dann tun wir mal schnell alles, was hier drin ist. Kann ich. Dann lernen wir dich, tun dich da erstmal überall rein. Dann machen wir eine Chest. Ein paar Kisten sind nie schlecht. Und dann suchen wir nach einer Crate. Ah, es fehlt uns Holz. Okay. Zack. Einfach nachproduzieren ist ja nicht schlimm. Das Tolle ist, dass du sozusagen jetzt hier. Jetzt haben wir Crates hier drin und die können wir dann verwenden jederzeit. Das ist natürlich mega geil. So. Wie schaut es mit unserem Eisenplättchen aus? Wir müssen schauen, dass wir immer genug auf Lager haben. So. Toll ist natürlich, dass das auch gleichzeitig ein Crafting Table ist. Bedeutet, er kombiniert einfach die Sachen, die man braucht. So, und jetzt suchen wir wieder nach Crate. Ich glaube, eins hat 6 gebraucht, ne, für so ein Iron Crate. Jetzt haben wir 2 Stück davon. Und die werden wir für Sticks und Planks verwenden. Bedeutet, wir nehmen eins hier raus, eins hier raus. Und begeben uns mal nach unten. Ich platziere die jetzt mal hier. Oder wir werden hier den einfachen Abgang machen. Ich werde mal schauen, wie gut die sind. Kann ich jetzt hier einfach sagen, okay, ich tue dich hier rein, Sticks. Und ich tue dich hier rein. Okay. Das scheint zu funktionieren. Jetzt tue ich die per Storage Link verbinden. Dann sollte das ja hoffentlich mehr machen. 4100 sollte da jetzt reinpassen nach den Infos, die ich hier habe. Perfekt. Ich kriege immer mehr Plates. Ich kann immer mehr Eisen hier mir rausholen. Ja, wir kommen jetzt langsam dann wahrscheinlich in die Richtung, die wir wollen. Und zwar in die Industrialisierung. So, perfekt. Dann müssen wir jetzt von Simple natürlich, verdammt, brauchen wir Processing, das ist Deutsch Import Cable. Dafür brauchen wir Hobbies. Geil. Exports, das ist ein Export Cable, das ist ein Import. Imports Items from Attached Inventory into the Network. Bedeutet, ich brauche Hobbies. Und mal ein bisschen was an euch hier. Zack, zack. Wie viel Eisen habe ich denn eigentlich noch drin? Ich weiß es gar nicht. Ja, noch genug. 7 Blöcke. Das sollte reichen. Zukunft hätte ich halt gerne, dass ich automatisiert halt hier anschalten kann und dann eine Loops sozusagen dauernd immer wieder das aktiviert und nach abgesaugt wird. Bedeutet auch so ein Insert-Ding und dann wir auf jeden Fall genügend davon kriegen. Zack, zack. Wie viel haben wir jetzt? 36. Schauen wir mal, wie viel wir damit machen können. Tun wir hier rein. Auch da rein. Und jetzt halt brauchen wir Import, glaube ich. Import war das. Import Cable. Genau, hier Import Cable. Import Cables, das sollte reichen fürs erste. Jetzt machen wir nochmal ein paar Storage Cable. Einfach Storage Cable. Scheiße, warte, wir müssen erstmal die Dinger hier machen. Alle importieren. Dann dich, zack.
Das sollte passen, denke ich. So. Genug Kabel kann man nie haben. So. Ein paar werden sich wahrscheinlich immer noch den Kopf zusammenschlagen. Warum machst du das so und nicht anders? Weil ich es gerade kann einfach. So, jetzt wollen wir natürlich die Sachen hier anschließen. Storage Import Cable. Ich muss alles einfach alles importieren. Zack, angeschlossen. Dich müssen wir auch noch anschließen. Und rein theoretisch sollten die doch dann leer werden, oder? Blacklist. Zieht er das denn nicht einfach rein? Noch Import Cables. Da bin ich jetzt ganz doof. Wenn ich jetzt ein Storage Cable dranhänge. Oder muss ich rein theoretisch? Input, Output, Only, Output, Only. Es geht nur Only, Output, okay. Werden die Inventare jetzt irgendwie befüllt? Verändert sich hier was vom Stand her? Mein Plan wäre ja zu sagen, okay, ich will, dass automatisch hier das reinfliegt. Storage Network Master. Schauen wir nochmal jetzt Simple Storage. Add Simple Storage. Dann gibt es hier den Controller. Lapis Lazuli Processing Cable. Can't automate simple process transactions. Ah, vielleicht brauche ich den. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Ich will die ja importieren, eigentlich. Wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt die ganzen Sachen hier. Hat der das jetzt da unten gekriegt? Wer hat das jetzt gekriegt? Hat es nicht gekriegt. Das ist eine Blacklist. Das checke ich jetzt zum Beispiel nicht. Warum wird jetzt nicht zum Beispiel hier das rein importiert? Welche Kiste habt ihr jetzt das ganze Holz deportiert? Doch komplett bescheuert. Einfach das ganze Holz nach hier deportiert. Ich finde es ja schön, dass es guten Platz gefunden hat und alles, aber Leute. So, okay. Na, das wird halt nochmal eine Aufgabe, die ganzen rauszukriegen, weil die kannst du ja nicht so bewegen einfach. Aber ja, wie geht's mit denen voran? Gut, da können wir dann halt noch Cobblestone zum Beispiel machen. Das will ich auf jeden Fall damit machen noch. So. Ich füll's auf, perfekt. Das restliche Eisen tue ich gleich mal deportieren ins Lagersystem. Wir würden noch ein bisschen Manage all Processing Cables in der Network. Okay, also der ist für die dann zuständig hier, für Processing Cables. Obsidian ist jetzt keine Problematik hier. Lapis Lazuli sollten wir auch rinden. Lapis Lazuli, wenn ich sage, ich will es machen. Dann muss ich hier wahrscheinlich hin, dann kann ich sagen, mach.
umwandeln, habe hier Lapis Lazuli. Aber wenn ich mich nicht... Ihr braucht sich dafür Blöcke, ne? Lapis. Ah, nee, ich sollte nach Simple Storage gucken. Ah, verdammt. Simple Storage. So schaut's aus. Der braucht Lapis Lazuli Blöcke. Okay. Ja, aber wir kommen auf jeden Fall langsam voran. Es dauert noch ein bisschen, bis alles wirklich da ist, wo wir hin wollen. Wir haben viele Blöcke noch, die gemacht werden müssen. Sind auch gleich vorbei. Oh, jetzt ist vorbei mit der Schererei von Eisen. Aber wir haben auf jeden Fall gut hingekommen. Wir tun jetzt hier einfach... Ja, ihr hasst mich wieder dafür, wenn ich das mache, aber ich mache es trotzdem. Ich tue jetzt das Komplette wieder hier rausnehmen, was hier drin ist. Und tue es einfach deportieren in das System rein. Dann direkt auch das ganze andere nachher noch hier aufräumen. Es wird noch auf jeden Fall eine Aufgabe, die ganzen Netzwerke hier zu verbinden, damit die einfach einwandfrei funktionieren. Aber auch wenn es noch ein bisschen dauert, wir werden dadurch große Erfolge hoffentlich feiern können in Zukunft. Wir werden dann irgendwann die Smelterie nach unten versetzen, also verlängern im Grunde, dann Durchbruch machen und unten alles so anbauen, dass die verwendet werden kann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es dann so funktioniert, wie erhofft. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Und in der nächsten Folge werden wir uns weiter an Automatisierung machen. Wir haben ja mittlerweile eigentlich schon einiges angesteckt, wenn wir hier unten unser Lager anschauen. Fehlen uns eigentlich nur zwei Kisten, die können wir aber rein theoretisch, wenn wir sagen, wir wollen hier Storage links machen. Dann machen wir das simpel so, zack. Und angesteckt und dann sind die Netzwerke auch verbunden. Ich glaube, wir machen das aber auch hier überall und tun jetzt hier statt denen noch schnell als Abschluss des Videos ein Storage Link hin. Dann sind die rein theoretisch mit dem Netzwerk verbunden. Und das Ganze sollte auf jeden Fall exportiert werden, hoffe ich dann. Rein theoretisch, wenn ich hier da und dann drücke, siehst du nicht, was alles aktuell dran ist, aber ja. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.